We know it acts like a virus. It causes high fever and respiratory distress. Whatever it is, it originated in China. How long is it going to take? Well, it took 34 days to isolate the coronavirus that caused SARS, and that's fast. Chloroquine, that's an anti-malarial drug. No, listen, it suppresses the enzymes. A drug called chloroquine. Chloroquine, that's an anti-malarial drug. No, listen, it suppresses the enzymes. It is known as a malaria drug, and it's been around for a long time, and it's very powerful. What happened? We started everyone on chloroquine, stopped the thing dead in its tracks. Now, the CDC would have figured it out eventually, but not in time. Avian influenza where the jet stream is how it happens. 2020 combined with coronavirus, body stacking. The world is now at the start of the influenza pandemic. Jetzt Hauptthema. Die Pandemieverschwörung. Beweise. Also, ich habe Teile davon schon gezeigt, aber ich wollte es nochmal so beeindrucken, also auf Telegram sowieso, die beeindruckende Zusammenstellung. Also, wir hatten natürlich den Event Tour One, wo das Ganze schon geplant wurde, Bill Gates unterstützt. Da könnte man aber ja argumentieren, auch Schlafschafe wahrscheinlich, ja, das ist doch klar, dass sie sich auf sowas vorbereiten, damit sie eben bei einer Pandemie vorbereitet sind. Kann man schwer entkräften bei jemandem, der die letzten 30 Jahre Müllstream-Medien genossen hat. Aber das, also dann haben wir die Madonna, deren Schreibtisch, deren Schreibmaschine Corona heißt, die auf dem Album drauf ist. Und das Lied, eins der Lieder aus dem Album, wo dann die Leute umfallen, wie ihr es da gesehen habt. Ja? Das ist schon für normale Menschen schon recht eindeutig. Aber jetzt kommt der Oberhammer, die Serie Dead Zone. Und das ist aus einer Staffel von 2003. Da sprechen die schon über Coronavirus und Chloroquine. Also das, was man jetzt eigentlich erst entdeckt hat, 17 Jahre später, was helfen könnte, das taucht dort schon in dieser Serie auf. Als helfend gegen Malaria und dann auch gegen den Virus. Das will man aber jetzt erst entdeckt haben. Wie soll denn das gehen? Und natürlich, dass er aus China kommt, der Virus, auch das war da schon drin. Und dann der absolute Oberhammer, Dr. Creep, in dem Video Pandemic, also ich hatte es auch schon mal, aber ich glaube noch nicht auf YouTube, und da singt er 2020 combined with coronavirus, Buddies Stacking. Und das ist aus dem Juni 2013. Das heißt, er gibt sogar das Jahr an und Coronavirus. Auch hier nochmal, Coronaviren gibt es schon lange, ja, also sind schon lange entdeckt worden, aber noch nie wurde der Begriff Coronavirus dafür verwendet, sondern SARS und sonst was. Jetzt wird es Coronavirus genannt und der benennt diese Bezeichnung in einem Lied von 2013 und erwähnt sogar das Jahr 2020. Wer glaubt, dass das Zufall ist, der ist klinisch geisteskrank. Was heißt das? Klinisch geisteskrank sind Leute, die die Realität nicht mehr so wahrnehmen, wie sie ist. Die sind geisteskrank. In unseren Irrenanstalten sind wahrscheinlich viele, die Realität so wahrnehmen, wie sie sind und deswegen vom System eingesperrt werden. Aber jedenfalls, nach der offiziellen Definition ist jeder, der das jetzt für Zufall hält, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Das Ja und die Bezeichnung des Virus. Ja, aber das hat natürlich ganz starke Implikationen. Ein Freund von mir, der kennt einen Komiker, der recht bekannt ist und auch Schauspieler ist und auch in der Serie gerade mitspielt. Und seit Jahren versucht er, den so ein bisschen aufzurütteln und aufzuwecken mit meinen, also nicht nur mit meinen Informationen, sondern mit anderen. Und er hat ihn bisher nie blockiert. Selbst, er ist ein Linker natürlich, was sonst. Selbst wenn er ihn mit Informationen über die Einwanderungspolitik versorgt hat, hat er ihn nie blockiert. Jetzt hat er ihn blockiert. Im Zusammenhang mit Corona. Und das Letzte, was er ihm gepostet hat, ist: Warum machen denn dann alle Staaten mit, wenn das alles stimmt, was mein Freund ihm geschickt hat?
Ja. Lieber Promi. Also super Promi ist er nicht, aber schon recht bekannt. Das ist die richtige Frage. Es ist die richtige Frage. Warum machen alle Staaten mit? Fast alle. Obwohl es in jedem Staat Mediziner gibt, die sagen, das ist Quatsch oder das ist übertrieben. In jedem Staat. Und bis auf zwei oder drei, jetzt jedenfalls von Bekannten, machen ja alle mit. Das ist ein Beweis dafür, wie weit die Verschwörung geht. Weil irgendeiner dieser Staatsführer hätte sich die Daten anschauen können und gesagt, okay, ja, das schädigt unsere Wirtschaft, das ist ja klar, das kostet jetzt Milliarden, diskutiert natürlich schon Enteignungen, die werden übrigens kommen, das ist klar, also schafft euer Geld raus, wenn ihr noch könnt oder wenn ihr welches habt. Es werden jetzt Enteignungen, Steuererhöhungen und so weiter kommen, weil die ja die Wirtschaft absichtlich crashen. Das ist der Plan, sie crashen die Wirtschaft absichtlich, um die Menschen kontrollieren zu können, und zwar mit Abhängigkeit. Die größte Form der Kontrolle ist die Abhängigkeit, und zwar die Abhängigkeit vom Staat, also von den Staatshilfen. Und wenn wir dir helfen, dann musst du dich impfen lassen, dann musst du dich chippen lassen. Nächster Schritt, darauf hat auch David ICKE, weiß nicht, ob ich dir noch sagen darf, hingewiesen. Werde ich jetzt beim Posten auch auf Telegram sein Interview, der sagt auch, was die Nina, auch die Ärztin im Kulturstudio erzählt hat, die werden jetzt das Grundeinkommen pushen. Ich sage, jeder kriegt ein Grundeinkommen, aber dafür musst du dich eben chippen lassen und so weiter. Und dann, wenn das vorbei ist, sagen sie ja, oh, das funktioniert ja alles nicht. Ihr müsst jetzt gesellschaftsrelevante Arbeit machen. Ihr müsst euch auch für die Gesellschaft jetzt engagieren, wenn ihr schon Geld von der Gesellschaft bekommt. Also das Grundeinkommen ist der erste Schritt, die Versklavung ist der zweite. Auch das wird jetzt gefordert und diskutiert in der Krise, könnt ihr selber googeln. Auch von mir seit über einem Jahrzehnt vorhergesagt. Oder seit einem Jahrzehnt vorhergesagt. Und ja, und der David hat es jetzt auch gemerkt. Da komme ich später dazu. Seine Interviews dazu sind auch sehr gut, aber es ist nicht genau meine These. Aber egal, immerhin ein kritischer. So. Das heißt, wir haben hier mehrere Beweise, dass die Medien natürlich mit drin stecken. Es sind die Beweise, die ihr am Anfang gesehen habt, die Ankündigungen von Stars aus der Musikszene und Hollywood, also Film und eine Filmserie, die es 1:1 wiedergibt, sogar mit dem angeblichen Heilmittel. Da muss man sich dann wieder fragen, Trump, ja? Aber vielleicht haben sie es ihm halt gesagt, und der weiß, der muss auch nicht alles wissen, habe ich schon oft gesagt. Die haben ihm halt gesagt, oh, empfehle mal das Medikament, das sieht doch gut aus. Der weiß nicht, dass sie 2003 das schon vorhergesagt haben, dass das als Heilmittel eingewiesen wird. Und das eine Ehepaar, das unter anderem eine Firma hat, die das herstellt, die wurde jetzt ermordet im letzten Jahr. Ja? Ich weiß nicht, ob ich schon was drüber gemacht habe, aber auf Telegram auf jeden Fall. So, das ist ja natürlich auch kein Zufall. Ja? Ich glaube sogar im Oktober oder irgendwas wurden die ermordet. Also man muss uns bewusst sein, dass das Ganze von langer Hand geplant ist. Das ist so eindeutig. Und natürlich, der Bill Gates hat die ganzen in der Hand. Und das kann man alles aufzeichnen, alles Fakten. Achso, auch noch wichtig. Also die Zeitungen, die jetzt über uns Verschwörungstheoretiker schreiben, haben ja, wie zum Beispiel die Zeit, noch total kritisch über Bill Gates vor Jahren berichtet. Und jetzt kriegen die alle Geld. Ich glaube, die Zeit auch, aber auf jeden Fall Spiegel und so weiter. Und jetzt plötzlich verteidigen sie alle Bill Gates, obwohl die selber dasselbe vorher geschrieben haben. Und jetzt gilt es als Verschwörungstheorie. Das heißt, in den Redaktionen wird es natürlich auch knirschen, weil so blöd ist, also ist auch ein Mainstream-Journalist ist nicht mehr so blöd, dass er nicht merkt, oh, 2 Millionen von der Gates-Stiftung und jetzt schreiben wir das Gegenteil wie vor ein paar Jahren. Also, ihr könnt euch jetzt noch einen schlanken Fuß machen, liebe Mainstream-Journalisten, indem ihr aussteigt. Vielleicht habt ihr dann auch Glück und bekommt eine niedrigere Strafe bei den rechtsstaatlichen Tribunalen. Ich würde mir das jetzt überlegen, weil die Lage sich eben zuspitzen, darauf kommen wir jetzt. Da das alles von langer Hand offensichtlich geplant ist, sind natürlich auch die Proteste dagegen geplant. Und jetzt wird es kritisch. Also, erstmal das Positive, überall in Deutschland gibt es diese Demonstrationen. Ich habe gerade eine Liste auf
Telegram gepostet. Ich weiß, leider gibt es keine zentrale Anlaufstelle, wo, in dem Fall, wo man alle, oder ich weiß gar nicht, wo man alle Demos sieht, aber ihr müsst einfach bei eurer Stadt schauen und fast überall, ja. Und die größten wohl München, Stuttgart, Berlin. In München haben sie die Theresienwiese zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich besonders ironisch, weil die Wiesen, die dort stattfindet, das Oktoberfest abgesagt wurde. Die machen das natürlich, weil da haben ja 500.000 Leute Platz. Und wenn dann nur 50.000 kommen, wirkt das relativ gering. Aber vielleicht kommen auch ein paar hunderttausend. Ja? Also ich bin da recht überrascht, was meine Münchner Mitbürger da auf die Reihe gekriegt haben bisher. Ja, schön friedlich, aber ich finde es auch interessant, wie viele Leute da dann Maske tragen. Da darf man wahrscheinlich, ohne gesperrt zu werden, nichts dazu sagen. Also wie viele Leute das Zeug noch glauben. Und auch ein taktischer Fehler, es geht ja immer mal schief, ist, glaube ich, die haben ja die Bundesliga eingestellt. Das heißt, am Samstag gibt es eh nichts anderes zu tun und viele gehen am Samstag sowieso in die Stadt. Also Samstag ist der absolut ideale Zeitpunkt. Und das sind früher in die Stadt gegangen und sie sind nicht abgelenkt durch Fußball, ihr Idioten. Ihr habt von eurem Brot und Spiele habt ihr die Spiele abgeschaltet. Nicht schlau, liebe Kabale, nicht schlau. Also es ist alles eigentlich perfekt oder sehr gut. Natürlich wird gelogen über die Demonstrationen, rechts und Verschwörungstheoretiker, ja, und so weiter, aber es ist ein offensichtlicher Quatsch. Widerstand 2020 ist eher links, das ist in dem Fall sogar gut, ja, weil man denen das nicht unterjubeln kann, dass sie irgendwie rechts sind. Ja. Also auch eine gute, wichtige Funktion. Ich glaube, dass sie wieder verschwinden werden im Ding der Geschichte, aber eine wichtige Rolle jetzt spielen. Also auch klar, einer wieder zurückgedreht ist, weil alles unwichtig. Es geht jetzt hier um die Bevölkerung. Und natürlich Attila Hildmann, ja, der dann auch noch die integrierten Zuwanderer mobilisieren kann. Ja. Selber ist er Deutscher, aber der wurde ja auch, wird jetzt auch überall angefeindet. Ja. Hat auch einen Telegram-Kanal, wo er wahnsinnig viel postet. Ich versuche ihn aber manchen Dingen ein bisschen einzubremsen. Aber super Interview gegeben bei Heiko Schrang. Sucht es selber, wenn ihr nicht auf Telegram seid, weil er hat es klugerweise nicht hochgeladen auf YouTube, weil es wahrscheinlich gelöscht würde bei den Aussagen, die der Attila da trifft. Aber der hat auf jeden Fall das Herz am richtigen Fleck, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und ja, ich will euch erstmal die erschreckendste Nachricht am Anfang. Ich habe euch vor einigen Wochen erzählt, dass eine Truppe der Bundeswehr wieder reaktiviert wird. Und jetzt sage ich euch, welche. Also ich nehme das Video recht früh auf, um 8 Uhr. Ich versuche noch das okay zu bekommen, aber ich bin fast am Überlegen, ob ich es einfach so raushaue, weil die Lage spitzt sich so zu, dass ich das eigentlich nicht verschweigen kann. Diese Truppe ist die GSG 9. Und die trainiert jetzt schon seit Wochen auf diesen Moment. Und die GSG 9 hat ganz spezielle Befugnisse. Und erinnert euch daran, die werden neu eingekleidet, nicht mit ihren normalen Kleidern, sondern in komplett schwarz. Also wenn ihr solche Leute auftauchen seht, dann wisst ihr, dass das GSG 9. Und ich habe aus anderen Kreisen gehört, dass auch Söldner eingesetzt werden in Berlin. Das ist eine sehr exklusive Mischung. Und ich finde, ihr sollt das wissen. Und ich will euch jetzt mal kurz die Taktik der Gegenseite erklären und dann auch, was ihr machen könnt und solltet. Also was ihr, wenn ihr auch die bisherigen Demos seht, oder das ist aber auch weltweit, finden ja ähnliche Demos statt und immer dasselbe Vorgehen. Sie isolieren Meinungsführer und bilden dann sofort so einen Kreis drumherum oder so ein Viereck. Die picken sich also vermeintliche Alpha-Tiere raus. Das kann, wenn sie keinen, deswegen haben die den Jepsen genommen, deswegen haben die den Attila Hildmann genommen, aber auch wenn sie eine Menge sehen, wo einer besonders laut schreit und die Führung insofern übernimmt, dass er den Takt vorgibt für die Menge, dann
sprechen die sich ab. Da wird gesagt, den nehmen wir uns und der wird dann isoliert und im Zweifel auch zusammengeschlagen. Warum? Bestrafe einen, erziehe viele, damit dann der Rest ruhig ist. Deswegen an der Stelle schon mein Hinweis, ich sage ja immer, Schweigemarsch reicht, man muss nichts brüllen, ruhig bleiben und sich nicht in den Vordergrund spielen als besonders laut. Also solche Leute greifen die sich dann einfach raus und wir haben ja gesehen, die schlagen Leute mit Krücken zusammen und auch eine Taktik, die weltweit zu beobachten ist, Kinder zu trennen von ihren Eltern, das ist natürlich auch eine Einschüchterungstaktik. Wir können davon ausgehen, dass die alle ähnlich geschult sind, bei den ähnlichen globalistischen Organisationen geschult werden, sodass es weltweit ein ähnliches Schema ist, wenn man sich das anschaut. Und das ist ja etwas, auf so eine Idee käme ein Polizist von selber nicht, dass er jemanden sein Kind wegnimmt. Das ist also psychologische Kriegsführung, das sind Anweisungen von oben, um die Moral des Gegners zu brechen. Also ihr müsst diese Taktiken verstehen und ganz wichtig, filmen. Also Handys natürlich mitnehmen, alles filmen. Und wenn ihr was Wichtiges im Kasten habt, sofort an den Freund versenden. Damit, falls ihr euch das Handy abnehmen, es zumindest der Freund hat. Weil wenn was besonders Schlimmes passiert, dann werden die versuchen, die Handys zu beschlagnahmen. Dann auch wichtig, wahrscheinlich sind wir jetzt so weit, dass die Provokateure einschleusen werden. Waren möglicherweise schon welche da, aber ich habe jetzt nicht so Auffälliges gesehen. Also von staatlicher Seite Leute einschleusen, die dann gewalttätige Dinge machen, Flaschen werfen und so weiter, die möglichst sofort isolieren. Also wenn man das sieht, dass das jemand macht, alle weg von dieser Gruppe, das werden immer ein paar sein wahrscheinlich, 4, 5, diese Gruppe isolieren, weggehen und vielleicht skandieren, ihr gehört nicht zu uns, ja? Oder was kann man da, Stasi würde man normalerweise sagen, aber was wäre da, ja, VS schreit sich nicht so gut, Stasi oder was weiß ich, ja? Oder Provokateure eben. Also sich dieser Tatsache bewusst sein und natürlich friedlich bleiben ist ja sowieso klar, aber was ich jetzt noch vorschlagen will in dem Video ist mehr als friedlich, sondern die sozusagen, jetzt wird schwierig, mit Liebe überschütten. Also mein Vorschlag wäre, Blumen mitzunehmen, kriegt man überall und dann pflückt man sie sich irgendwo und den Polizisten zu schenken. Wir haben das schon gesehen bei anderen Demonstrationen und in Frankreich war es ab und zu oder in anderen Ländern war es dann so, dass sie plötzlich ihre Helme abgenommen haben, was absolut historische Momente waren. Wie ich es mir bisher angeschaut habe, neigt die deutsche Polizei nicht dazu, so etwas zu machen. Und wir müssen auch, ihr müsst auch verstehen, die Polizisten, die jetzt dort sind, das sind die größten Psychopathen von den Befehlsempfängern. Die haben die jetzt getestet im bisherigen Einsätzen und wer am skrupellosesten auf Unschuldige eingeschlagen hat, der kommt jetzt in die erste Reihe. Also ich muss bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der wirklich ein empathischer Mensch ist, extrem gering ist, weil die größten Psychopathen nach vorne gestellt werden. Aber auch das sind noch Menschen, ja? Und manche von ihnen sogar wollen tatsächlich die Menschen schützen und sind halt da, weil sie müssen. Und das sind die, die man dann erreichen kann, indem man ihnen Blumen schickt. Total friedlich und selbst auf deren Aggression nicht reagieren, sondern nur Blumen schenken. Es kommt ein Artikel nach dem anderen über uns Verschwörungstheoretiker raus und das ist gut so. Weil es gibt ein psychologisches Prinzip. Man kann, wenn ich jetzt sage, denk nicht an einen rosa Elefanten, dann denkt ihr an einen rosa Elefanten. Und in all diesen Artikeln über Verschwörungstheoretiker steht die Wahrheit drin. Nämlich, dass Bill Gates die Weltherrschaft anstrebt und alle Menschen impfen will. Um jetzt die harmloseste Variante dessen zu sagen, nur um nicht gesperrt zu werden. Das heißt, in diesen ganzen Artikeln steht die Wahrheit drin und das Gehirn kann das gar nicht umdrehen. Das Gehirn kann gar nicht verneinen. Und die meisten kümmern sich dann nicht drum und gehen dann weiter. Manche werden recherchieren und werden sehen, es stimmt. Also hier auch nochmal mein Appell an den Sido, komm lieber zu mir in die Sendung, weil dann werden die Leute auch auf mich aufmerksam und ich habe die Beweise und Indizien für das, was du sagst, alles in meinen Videos. Du aber nicht. Das heißt, sie können
ihn oder auch jemand anderen Eichler als Spinner darstellen lassen, wenn er einfach mal sagt, ja, ich glaube, das ist wahr, statt auf jemanden hinzuweisen, der es beweist, oder auf Marcel Polter mit seinem Buch und so weiter. Man sollte also, wenn man solche Behauptungen aufstellt oder Glaubenssätze aufstellt, entweder gleich einen Zeugen zitieren, aber das zitieren die dann nicht, oder am liebsten zu mir in die Sendung kommen, weil dann müssen sie es ja schreiben, bei wem er war. Also das schützt natürlich auch im gewissen Maße. Auf jeden Fall beweist er hier, dass er auf der richtigen Seite steht und hat perfekt reagiert.